Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst zum Gründonnerstag. Heute feiern wir einen Allianzgottesdienst. Die evangelisch-methodistische Kirche in Hirzenhain und die beiden evangelischen Kirchengemeinden Hirzenhain und Simmersbach. Wegen der besonderen Situation versammeln wir uns heute wieder über Video und freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Heute gestalten diesen Gottesdienst Pastorin Beate Lasch, die Predigt, Pfarrer Eberhard Hoppe, die Liturgie und Thorsten Reh an der Gitarre. Gründonnerstag. Wir gedenken in der Karwoche an das Leiden von Jesus Christus. Sein letztes Treffen mit den 12 Jüngern war an diesem Abend zur Feier des Pessachfestes. Innige Gemeinschaft unter den Jüngern, Ankündigung des Verrates und des Leidens und die Befreiungsbotschaft in Christus, das sind die Themen heute. Der Tagesspruch zum Gründonnerstag steht in Psalm 111, Vers 4. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Wir beten miteinander den 111. Psalm. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rat der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest und für immer und ewig. Sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewiglich bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Amen. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, in Zeiten der Krise sehen wir einmal mehr, wie wir dich brauchen. Du hast in Jesus Christus das Leiden selbst erlebt. Wir erahnen, wie es Jesus ergangen ist im Angesicht der Dinge, die auf ihn zukamen. Lass uns heute offen sein für dein Wort. Schenke uns deinen Geist, damit wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Liebe Gemeinde, wir hören als Schriftlesung aus dem Matthäusevangelium im 26. Kapitel die Verse 17 bis 30 zum Gründonnerstag. Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passahmahl halten mit meinen Jüngern. Die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot,
dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Vor einigen Jahren war ich im Gespräch mit einer Reitkollegin. Wir kamen auf meinen Beruf zu sprechen und sie sagte: Ich bin ja auch christlich. Ich bin konfirmiert und Gründonnerstag essen wir immer etwas Grünes. Gründonnerstag, einer der christlichen Feiertage, mit denen nicht viele etwas anfangen können. Mit Karfreitag meist auch nicht. Gründonnerstag etwas Grünes essen. Falls das eine Tradition ist, geht sie auf einen Irrtum zurück. Das Grün bei Gründonnerstag kommt nicht von der Farbe Grün, sondern vom Krein-Donnerstag. Kreinen, das altdeutsche Wort für Weinen. Der Donnerstag zum Weinen. Zum Weinen, weil das der Abend der Verhaftung Jesu wird. Der Vortag der Kreuzigung. Dabei begann doch alles so vielversprechend. Passafest in Jerusalem feiern. Das war für Juden zur Zeit Jesu was ganz Schönes, etwas Besonderes. Jesus war mit seinen Freunden da und hatte noch einen der begehrten Festsäle ergattert. Alles war der Tradition gemäß vorbereitet. Und nun konnte das Fest beginnen, der Sälerabend. Alle Jahre wieder schön. Und so wie ein Hausherr es tut, so begann Jesus die Zeremonie. Die Zeremonie, die zu diesem Festessen gehörte. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's. Und gab es den Jüngern und sprach: Nehmet und esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen ihn und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus auf den Ölberg. Alle Jahre wieder, aber in diesem Jahr ist alles anders. Erst weist Jesus darauf hin, dass nicht alle aus der Runde 100% zuverlässige Freunde sind. Und das Erschreckende daran ist nicht, dass er dann Judas direkt als Verräter enttarnt. Erschreckend ist, dass in dieser engen, verschworenen Runde, diesem Freundeskreis, der nun 3 Jahre besteht, sich keiner sicher ist. Sie werden traurig und fragen alle: Herr, bin ich's? Sie gehen seit Jahren mit Jesus, sie feiern seit Jahren mit ihm all die traditionellen religiösen Feste, aber können nicht ihre Hand ins Feuer legen, dass sie treu zu ihm, ihrem Glauben und ihrem Gott stehen. Was ist das für eine Truppe, die da Jesus gesammelt hat? Und in welch einer Situation ist er nun? Jesus weiß, es geht seinem Tod entgegen. Er weiß, dass es nicht leicht wird. Gerade jetzt wäre es gut und stärkend,
die Gemeinschaft, die Freundschaft und auch das beruhigende, heilende eines religiösen Handelns zu spüren. Jesus sagt, mich hat verlangt, mit euch das Passahlamm zu essen. Ich habe echt Sehnsucht danach, mit euch diese Tradition zu feiern. Welche Tradition? Dass Gott sie einst in einer echten Krise, die Generationen andauerte, ihre Versklavung in Ägypten befreit hat. Jahrzehnte waren sie als Hebräer, als Nachkommen Josefs eingesperrt und versklavt. Und dann schickte Gott Mose los und ließ dem Pharao sagen, das ist mein Volk, lass es ziehen. Erst in dieser Befreiung wurde ihr Zusammengehörigkeitsgefühl als Volk auch bestärkt. In der Wüste, erst auf dem schwierigen Weg heraus aus einer schwierigen Zeit, lernten sie ihren Gott besser kennen und auch lieben. Deshalb verglichen sie diese Wüstenzeit immer wieder mit Flitterwochen, Zeit der ersten Liebe. Und damit man sich an diese Befreiung, aber auch an diese enge Beziehung zueinander und zu der Liebe zu Gott erinnerte, feierte man Jahr für Jahr das Passafest. Dazu war es da, gemeinsam, als ein Volk, befreit, begeistert, einen Gott zu feiern. Einen Gott, der über alle Versklavungen, Bindungen und Katastrophen siegt, weil er sie liebt. Aber lebt diese Tradition wirklich? Jesus kommt mit den Jüngern zusammen, aber diese Gemeinschaft bröselt. Sie sind sich ihrer Verbundenheit nicht mehr sicher. Sie sitzen zusammen in einem Raum, ja, aber eigentlich sitzt da jeder mit seinen Sorgen allein. Besonders Jesus. Sie wollen ihren Gott feiern, aber in der Vorbereitung ist nur von der Raumvorbereitung und der Essensvorbereitung die Rede. Das war natürlich wichtig, das gehörte zur Zeremonie, jahrhundertelange Zeremonie. Aber war da noch die Begeisterung für diesen liebenden Gott enthalten? Oder war es ein Herunterbeten alter Texte und Handlungen, weil das eben so dazugehörte? Und nicht zuletzt war das Volk Israel in dieser Zeit erneut unfrei. Die Römer besetzten das Land. Wenn das Passafest eine Bedeutung damals hatte, dann allenfalls eine politische. Als Zeitpunkt für Aufstände und Revolten, um der Obrigkeit den Unmut entgegenzuschleudern. Aber Jesus steigt nicht aus dieser Tradition aus. Er feiert die Tradition mit denen, die da sind, in der Situation, die gegeben ist. Er betet die Texte aber nicht einfach herunter. Er zeigt, in diesem Jahr ist nun einmal alles anders. Da geht es nicht, die Tradition so wie Jahrhunderte vorher einzuhalten. Und vielleicht ist das ganz gut so. Damit der eigentliche Wert dieses Festes und dieser Tradition ganz neu begriffen wird. Er sagt, ihr seid wieder in Unfreiheit und in schwierigen Situationen. Jetzt ist die Zeit, auch wieder Gott neu kennenzulernen. Gott, der helfen und befreien kann und wird. Und der euch in Liebe zur Seite steht und auch in diesen Zeiten mitgeht und führen will. So wie damals bei der Wüstenwanderung. Wisst ihr es noch? Erinnert ihr euch? Da wart ihr noch nicht so selbstsicher, dass ihr immer wusstet, wie ein Problem zu lösen war. Da habt ihr auf Gott gehört und gewartet und erlebt, dass es hilfreich war. Deshalb esst und trinkt ihr nun mit mir. Erlebt, dass die alte Tradition sich mit etwas Neuem füllt. Etwas Neues,
das den Sinn des Alten erst voll erfüllt. Ihr werdet in den nächsten Tagen das erleben. Ihr werdet es erleben, dass eure Welt, alle eure Vorstellungen davon, wie Religion, wie Gott ist und sein muss und handeln müsste, zusammenbricht. Aber damit bricht nicht Gott zusammen. Damit ist nicht Gott besiegt. Es ist nur eure Vorstellung von Gott. Es ist die Vorstellung von Gott, die eurem Leben nicht standhält. Ihr habt jetzt einen Gott vor Augen, der euch hilft, wenn ihr Gebote haltet, Opfer bringt und eure Tradition einhaltet. Einen Gott der logischen Konsequenzen. Tue ich Gutes, ist er lieb. Tue ich Böses, schickt er Schlechtes. Aber ihr irrt euch. Gott steht auch über diesen Vorstellungen. Denkt an Passah. Er will liebevolle Gemeinschaft mit euch. Das geht nicht mit wie du mir, so ich dir. Aber er ist noch derselbe liebevolle Gott aus dieser Wüstenzeit. Und das wird er euch nun neu beweisen. Er geht zum Äußersten. Er lässt für eure Befreiung diesmal nicht andere leiden. Er leidet und stirbt selbst. Und so spricht Jesus eine andere Liturgie. Er nahm das Brot, dankte und brach's und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Kommt und feiert eure Befreiung, die mich alles kosten wird. Die Befreiung, die aller äußeren Befreiung zugrunde liegt, wenn sie echt sein soll. Die Befreiung von euren Sünden. Wie soll das geschehen? Das haben die Juden damals vielleicht besser verstanden als wir heute. Da wurde das Passahlamm geopfert, dessen Blut sie in Ägypten vor dem Todesengel bewahrt. Ein Opfertier, welches dann am Passahabend aufgegessen wurde. Und auch sonst war der Gebrauch von Opfertieren einfach üblich. Die Sünden eines Jahres wurden auf ein Opfertier gelegt und es wurde stellvertretend geschlachtet. Wer an diesem Opfer beteiligt war, dem waren die Sünden eines Jahres vergeben. Immer wieder wurde Jesu Tod mit dieser Opfertradition in Verbindung gebracht, in diese Tradition gestellt und damit verdeutlicht, wer durch den Glauben und das Abendmahl seinen Opfertod akzeptiert für sich persönlich, dem ist vergeben und das nicht nur ein Jahr, sondern für immer. Für uns klingt das ein wenig blutrünstig und fern. Deshalb das gleiche Geschehen nochmal anders erklärt. Bis zu Jesu Tod am Kreuz galt, wie du mir, so ich dir. Auch in Bezug auf Gott ist dieses Denken immer noch nicht aus unseren Köpfen verschwunden. Katastrophen werden als Strafe Gottes gesehen. Reichtum wird als Belohnung, als Segen Gottes verstanden. Gute Taten sollte Gott belohnen und wir nicht. Am Gründonnerstag beginnt Gott durch Jesus unsere Vorstellungen zurechtzurücken. Jesus wird verraten, er wird gefoltert und umgebracht. Er, Gottes Sohn. Am Gründonnerstag und Karfreitag vergreifen sich die Menschen an Gottes Kind. Jeder hatte dazu seine Gründe. Machterhalt, Enttäuschung, die Enttäuschung, dass Jesus nicht eingreift, Geldgier, Angst, Gruppenzwang, Ignoranz. Egal wie die Gründe hießen, sie wollten einfach diesen Gott nicht. Die logische Konsequenz darauf ist nur eins, die Rache Gottes. Und die wäre vernichtend gewesen. Gottes Vergeltungsschlag kam aber nicht.
Nicht, weil er zu schwach wäre, sondern weil ein Vergeltungsschlag nicht zu seinem Ziel gedient hätte. Erinnern wir uns, so wie die Jünger am Passa, Gottes Ziel ist, dass er eine Beziehung mit uns will. Er will ein liebevoller Begleiter sein, er will helfen und befreien, auch aus Hass und Egoismus und aus Lieblosigkeit und aus Einsamkeit, heraus aus den Bindungen an Neid und Bitterkeit. Das geht nicht mit Machtdemonstrationen. Deshalb schenkte er uns mit Jesus einen anderen Weg, einen ganz neuen. Er zerbrach die Spirale aus Gewalt und Gegengewalt. Er schlug nicht zurück. Er sagte, ich wollte durch Jesus eine Beziehung mit euch beginnen. Und ihr habt meinen Sohn, mein Angebot umgebracht. Aber ich erneuere mein Angebot. Wer glaubt, dass ich kein rachsüchtiger Gott bin, sondern der Gott, dessen Liebe, Verhalten und Selbsthingabe ihr in Jesus gesehen habt, der hat eine andere Beziehung zu mir. Eine Beziehung, die ihr nicht von äußeren Umständen, gutem Verhalten, Opfer und Traditionen abhängig ist. Der wird seine Befreiung mit mir feiern, in meinem Reich. Eine Befreiung von den logischen Konsequenzen und damit von allem, was das Leben einschränkt. Und er wird befreit sein zur Vergebung. So wie Gott der Menschheit vergeben hat in Jesu Tod, als er nicht zurückschlug. Und das bringt uns zu unserem seltsamen Gründonnerstag in diesem Jahr. Wir feiern unsere Tradition, einen gemeinsamen Gottesdienst evangelischer und methodistischer Kirchen hier in Nürzenheim, wie jedes Jahr. Und dennoch ist alles anders. Wir können nicht zusammenkommen als Gemeinde. Wir können nicht hier miteinander Abendmahl feiern. Ihr seht uns an den Fernsehern, Computern oder hört uns auf CD. Aber wir spüren uns so kaum. Ist es deshalb nicht echt? Ist es deshalb kein Osterfest ohne Kirchgang? In Bezug auf Ostern wurde die Aufhebung des Versammlungsverbotes eingeknackt. Mit der Begründung, es ist schließlich Religionsfreiheit. Das ist die Ausübung unserer Religion. Aber ist unser Glaube wirklich in Gefahr, wenn Traditionen nicht wie üblich stattfinden dürfen? Jesus hat daran erinnert und es gezeigt, dass die Inhalte der Traditionen auch ganz anders gelebt werden können. Er hat gezeigt, dass gerade in schwierigen Zeiten, in einsamen Zeiten, in denen uns etwas fehlt, in denen Stellen sind, die schmerzen, die Orte sind, wo Gott uns neu begegnen möchte. Die Orte, an denen falsche Gottesvorstellungen korrigiert und uns neu ein Angebot gemacht wird. Das Angebot, unser liebevoller Begleiter, Wegweiser in Krisen und Katastrophen zu sein. Gott möchte unser Navigator durch unsere Wüsten sein. Derjenige, der unsere Fehler und Schuld vergibt und wegnimmt, damit wir befreit unser Leben mit ihm leben können. Solange, bis wir die Befreiung mit ihm und allen anderen gemeinsam feiern. Amen. Wir laden nun herzlich ein, miteinander zu singen. Sie zu Hause, wir in kleiner Gruppe hier zusammen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha.
lebensnotwendig. Wir bitten um unser täglich Brot und werfen es oft weg. Brot macht satt, zu satt. Doch auch das gilt. Frisches, duftendes Brot, verführerisch, ein Genuss. Brot schafft Gemeinschaft, ruft zu Tisch, lässt Liebe und Fürsorge spüren. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Lebensnotwendig, sättigend. Ich locke zur Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Ich rufe an den Tisch, der in dieser Zeit und in Ewigkeit bestehen bleibt. Kommt, es ist mein Leib. Komm und lass dir dieses Brot, dieses neue Leben schenken. Auf dem Altar sehen wir den Kelch. Aus Matthäus 26 haben wir gehört, und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde. Wir sehen einen Kelch, gefüllt mit Saft vom Rebstock, Traubensaft oder Wein. Sie weisen auf das Passafest hin. Dort stand auf dem Tisch neben dem Teller mit Brot und Lammknochen und Gemüsemus der sogenannte Kiddush-Becher, zu Deutsch der Segensbecher. Mitten in der Gefangenschaft Ägyptens durfte Israel die Befreiung erleben, wurde ihnen das eigene, eigenständige Leben geschenkt. Das war ein Segen. In Christus erleben wir eine Befreiung von Sünde, von Trennendem zwischen Gott und uns. Das ist ein Segen. Wein erinnert uns gleichzeitig an das Wort von Jesus Christus aus Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Weintrauben kommen eben nur weiter, wenn sie bleiben. Weintrauben gedeihen nur, wenn sie dranbleiben am Rebstock. Die lebendige Verbindung zum Stamm bringt Lebenskraft. Verbunden mit Christus bringt das Leben Frucht und Segen. Danke, Vater, dass wir in Christus diese Verbindung zu dir hin haben dürfen. Miteinander wollen wir nun noch einmal singen, du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Thank you.
Wir neigen uns zum Gebet. Himmlischer Vater, danke für Brot und Wein, die du uns geschenkt hast im Mahl unseres Herrn Jesus Christus. Danke für den Zuspruch, dass du uns befreist in Christus. Das tröstet und gibt Halt gerade in unserer aufgewühlten Zeit. Wir bitten dich, sei du besonders nahe den Kranken, den alten Menschen, den Angeschlagenen, dem psychisch Verzweifelten. Wir bitten dich für Menschen, die in diesen Tagen in Quarantäne sein müssen. Sei du ihnen nahe. Wir danken dir für alle Ärzte, Pflegenden und Sanitäter, Feuerwehrleute, Katastrophenschutz und Polizei und vielen anderen weiteren Helfern. Was wären wir ohne sie? Schenke unserer ganzen Gesellschaft einen verantwortlichen Umgang mit unserer Gesundheit. Herr, wir bitten dich aber auch für die Politiker, die Presse und die Verantwortlichen in Wirtschaft und Handel, lass sie besondere und besonnene Entscheidungen treffen. Wir bitten dich für den Frieden in der Welt. Sei du den Hungernden nahe, schenke denen, die auf der Flucht sind, Menschen, die ihnen beistehen. Sei mit denen, die um ihres Glaubens willen im Gefängnis sitzen oder gar um ihr Leben bangen müssen. Herr, schenke du neu eine Erweckung in unserem Land, dass wir in unserem ganzen Volk entdecken, wie wichtig dein Wort und deine Werte und Normen sind. Lass uns nachdenklich bleiben und lass uns deine Nähe spüren. Und alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, bringen wir vor Gott mit dem Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende dieses Gottesdienstes ist noch einiges bekannt zu geben. Bis auf Weiteres finden keine gemeindlichen Veranstaltungen statt. Das Gemeindehaus bleibt geschlossen, der Kindergarten bleibt geschlossen, auch die Gotteshäuser bleiben geschlossen. Es finden keine öffentlichen Gottesdienste statt. Wir laden aber herzlich ein zu den Karfreitags- und Ostergottesdiensten im Fernsehen und Radio. Auch auf den Homepages unserer Gemeinden finden Sie Hausandachten und Gebetsmaterial für die Familien. Und das können Sie gerne herunterladen, ausdrucken, mitbeten, mitfeiern. Gerade jetzt in der Karwoche und dann in den Ostertagen. Lassen Sie uns im Gebet verbunden bleiben. Wir schlagen vor, mittwochs um 18 Uhr und sonntags um 12 Uhr die Glocken läuten dazu, ein häusliches Gebet für den Frieden zu sprechen. Material dazu finden Sie auf unserer Homepage. Wir ermutigen Sie, rufen Sie uns an, mailen Sie, schicken Sie eine Nachricht über SMS, WhatsApp, Signal, Trima, Twitter oder sonst einen Nachrichtendienst, wie auch immer. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und über Ihre Fragen. Wie können wir Ihnen helfen? Wie können wir Sie unterstützen? Bitte sagen Sie es uns, wir sind in diesen Tagen kreativ und einfallsreich. Unsere Kontaktadressen und Telefonnummern finden Sie im Gemeindebrief oder auch auf unserer Homepage www.kirche-eschenburg.de. Auch im Eschenburger Mitteilungsblatt finden Sie die Kontaktmöglichkeiten für die Nachbarschaftshilfe. Und schließlich, das sollten wir ja als Motto wissen, bleiben Sie einfach zu Hause. Bleiben Sie gesund und fröhlich, bleiben Sie behütet und Gott befohlen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen.